Und damit willkommen, Leute, zu einem weiteren Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt. Heute ist der vorletzte Schultag hier. Beziehungsweise heute war der vorletzte Schultag, denn es ist schon 6. Keine Ahnung, warum ich es gerade so komisch gesagt habe. Es ist schon 6 Uhr. Der Schultag heute war mal wieder sehr ereignisreich. Wir haben einen Film geguckt, gespielt und einen Film geguckt. Ihr kennt das ganze Prozedere kurz vor den Ferien, meine lieben Damen und Herren. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich bald Sommerferien habe, weil so langsam habe ich wirklich keinen Bock mehr. Und außerdem bin ich dann nach den Sommerferien in der 10. Klasse. In der 10. Und ja, Leute, ich bin nicht erst in der 4. oder erst 12 oder so. Ich bin 15, hallo, ja, okay. Hey, Leute, Oskar aus der Zukunft hier. Entschuldigt bitte die kurze Störung. Aber ich denke, manche wundern sich jetzt so, Bro, warum lädst du das Video nicht auf deinem Kanal hoch, sondern auf Channel 8? Erstmal für alle, die mich nicht kennen. Hallo, ich bin Oskar, ich bin 15 Jahre alt, auch wenn ich nicht so aussehe. Und ich filme ab und zu mein Leben und stelle es dann auf meinen YouTube-Kanal, beziehungsweise jetzt gerade stelle ich das auf den Channel 8-Kanal. Bin bestimmt auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist aber überhaupt nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, warum ich dieses Video hier hochlade. Und zwar, Channel 8 ist ein mega cooles Programm, wo man ohne viel Mühe oder ohne jegliche Mühe eigentlich was spenden kann. Als Zuschauer, gut, die YouTuber müssen ihre Videos immer noch selber machen. Aber wenn ihr gerade dieses Video hier seht und gerade davor Werbung kam, dann habt ihr schon automatisch gespendet, weil alle Einnahmen von diesem Kanal hier gespendet werden. Das heißt, auf diesem Kanal hier erklären sich YouTuber dazu bereit, praktisch ein Video im Monat, was sie normalerweise auf ihrem Kanal hochladen würden, hier hochzuladen und damit dann automatisch halt was Gutes zu tun. Und ich finde das einfach eine super Aktion und eine super Möglichkeit, einfach jemandem zu helfen, der es wirklich nötig hat. Deswegen wird es mich und höchstwahrscheinlich auch das Team von Channel 8 mega freuen, wenn ihr einfach die Videos fleißig anguckt. Das ist keine weitere Mühe. Ihr guckt einfach nur eure Lieblings-YouTuber, aber nicht auf deren Kanal, sondern auf dem Channel 8-Kanal. Spendet damit und tut was für den guten Zweck. Die Einnahmen gehen komplett an Leute, die jetzt nicht in so einer tollen Situation sind wie ich zum Beispiel, die vielleicht eine Behinderung haben oder die vielleicht kein Haus über dem Kopf haben oder so. Das heißt, erzählt es auch ruhig fleißig euren ganzen Freunden weiter. Ich fände es mega cool, wenn da wirklich eine große Aktion draus gemacht wird. Natürlich wäre es auch mega nice, wenn ihr abonnieren würdet, weil dadurch wird der Channel weiter verbreitet. Am wichtigsten ist aber das Motto You click, we donate. Und übersetzt heißt es ja einfach, ihr klickt und wir spenden. Das war's jetzt eigentlich vom Zukunfts-Oscar. Wie gesagt, sagt all euren Freunden, dass es den Kanal gibt. Klickt fleißig weiter rein, abonniert, teilt, habe ich schon gesagt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Ich habe mir gerade was Nices zu essen gemacht und ich denke, damit kann ich auch gleich in ein gutes Thema überleiten. Denn ich möchte mit meinen Vlogs mal wieder so ein bisschen back to the basics gehen. Ich habe mir meine Daily Vlogs von letztem Jahr angeguckt und habe da einfach gesehen, dass ich wirklich meinen Alltag gefilmt habe. Das heißt, zum Beispiel gehe ich gleich mit meiner Mutter einkaufen. Sowas werde ich auch filmen. Und einfach mich nicht nur auf solche ereignisreichen, ultra krassen, mega fetten Sachen reduzieren, wollte ich sagen. Sondern ich versuche einfach mal wieder so ein bisschen normal zu vloggen und halt einfach auch zu vloggen, wenn mal nicht so mega viel passiert. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, ich versuche in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter hochzuladen. Und ich würde sehr gerne täglich hochladen. Ich habe bloß gerade das gleiche Problem, wie ich letztes Jahr vor den Daily Vlogs hatte. Und zwar, dass ich einfach das Gefühl habe, ich erlebe nicht genug. Und deswegen dann halt auch nichts filme. Zum Beispiel gestern wurde unser Hund kastriert. Hat irgendwie die ganze Nacht gejault und tut mir mega leid. Aber ich habe da praktisch nichts erlebt, weil es hat den ganzen Tag geregnet und ich habe halt einfach nur gefilmt so, yo, unser Hund wurde kastriert und der ist voll arm und so. Flashback. Du armes Mäuschen. End of Flashback. Und ich will praktisch einfach wieder so ein bisschen die Erwartungen senken. Also einfach nicht jedes Mal so einen mega Banger-Vlog machen, sondern halt auch manchmal vielleicht einen Vlog, wo nicht so viel passiert und wo nicht so mega viele Montagen und Effekte oder so drin sind. Weil auch das hindert mich daran, Daily-Vlogs zu machen, weil einfach der Schnitt so wahnsinnig viel Arbeit ist. Also wirklich, die letzten beiden Vlogs sind ja wahnsinnig gut angekommen. Die haben euch wirklich gut gefallen. Und die waren halt auch ultra viel Arbeit. Also ich habe für beide Vlogs, glaube ich, so ungefähr 5 Stunden im Schnitt gebraucht und war jedes Mal bis tief in die Nacht am Schneiden. Und sowas will ich einfach nicht machen. Also ich will halt einfach nicht so ultra viel Zeit mit dem Schnitt verbringen. Ich bin halt einfach ein Perfektionist und es muss dann halt am Ende einfach so super cool aussehen. Und es ist bei mir auch immer so, wenn ich drehe, weiß ich beim Drehen schon, wie ich es hinterher schneiden möchte. Das heißt, ich habe das immer alles schon super geplant und muss es halt dann so genau umsetzen, wie ich es mir gedacht habe. Und das beansprucht halt mega viel Zeit. Ich hoffe aber, dass ich die wieder mehr haben werde, wenn ich jetzt ja bald Ferien habe. In den Ferien, Leute, da wird es mega abgehen. Ich glaube, ich bin in Köln, in Hamburg, nochmal in Köln bei den Videodays. Ja! Ich habe so Bock auf die Videodays. Ich hoffe, ich sehe ein paar Leute von euch da. Falls ihr noch keine Tickets habt, guck mal einfach mal in die Beschreibung, dann könnt ihr Tickets kaufen. Was habe ich letztens gesagt? Hashtag No Product Placement und so ein Shit. Genau, dann bin ich nochmal in Köln, in Hamburg, in Köln, in Berlin. Und, Leute, dann wird eine
mega nice Reise gestartet für 10 Tage in die USA. Und ich kann euch sagen, ich bin mega hyped und ich habe mega Bock. Weil das ist auch ein Traum, der nach sehr, sehr, sehr langer Zeit mal wahr wird. Vielleicht wissen jetzt manche schon, wo ich hingehe. Aber ich will das trotzdem so ein bisschen geheim halten, weil ich glaube, es wird richtig cool. Und ich versuche da auch jeden Tag ein Video zu machen oder zumindest viele coole Videos zu machen. Ich habe jetzt erstmal genug gelabert und gehe jetzt mit meiner Mutter einkaufen. Tja, Leute, gebt euch mal bitte was für einen nice Parkplatz wir haben. Einfach direkt neben dem Eingang. Ich bin einfach ultra im Asilo unterwegs. Mit Jogging-Move. Nice. Montage. Wie ihr höchstwahrscheinlich schon gesehen habt, waren wir einkaufen und ich bin schon wieder zurück. Schon seit einer Weile, ich gehe gleich schlafen. Ja. Der kleine Dogo hier, der ist immer noch ein bisschen down. Nicht wahr, mein Lieber? Aber ich denke, in den nächsten paar Tagen wird sich auch das legen. Leute, wie gesagt, ich will wieder ein bisschen back to the basics gehen. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr liken, abonnieren, teilen und kommentieren würdet. Da habe ich fast den letzten Teil für eine wichtige Formel vergessen. Wie gesagt, ich versuche wieder so ein bisschen meinen Alltag auch zu filmen. Ich hoffe, auch ihr könnt sowas euch angucken. Ich versuche es euch natürlich trotzdem so spannend oder interessant wie möglich zu machen. Aber es passiert halt einfach nicht jeden Tag so mega der crazy Shit. Vergesst nicht zu abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Habe ich zwar schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.